Heute quatschen wir über ein Thema, das ich schon seit Ewigkeiten behandeln möchte und es ist endlich mal wieder eins, das sich praktisch nur um meine Person dreht. Ich liebe solche Themen. Unsere heutige Geschichte beginnt dramaturgisch gesehen vor ein paar Wochen, als der YouTuber Erdmanno einige andere Nintendo-YouTuber inklusive mir zu einem Mario Kart-Turnier eingeladen hat. Und da ich ein passionierter YouTube-Streamer bin, muss natürlich ein Thumbnail für die Streamaufzeichnung her. Also hatte ich die Idee, alle anderen Teilnehmer grafisch auf dem Thumbnail zu repräsentieren und da ist mir aufgefallen, jeder von ihnen hat ein Gesicht. Nur ich habe meinen Avatar, was super unpersönlich wirkt. Vor allem, weil es eigentlich ja meine eigene Sicht ist und ich bin der Einzige ohne Gesicht auf meinem eigenen Thumbnail. Die Sache ist, ich würde es lieben, eine Facecam für einige Formate zu nutzen. Und ich habe auch gar nicht unbedingt was dagegen, dass Leute wissen, wie ich aussehe. Ihr wisst nicht, wie oft Zuschauer mir Bescheid geben wollten, dass ich in einem Ballando Gold Video von 2019 in meinem 3DS als Reflexion zu sehen bin, weil sie davon ausgegangen sind, dass ich meine körperliche Identität geheim halten möchte. Und ich verstehe, dass das alles eine gute Intention hat, auch wenn die Leute nicht wissen, dass ich mich in einem Video aus derselben Serie später über diesen Clip lustig mache, ich also davon weiß und er somit bis heute bewusst online ist, aber es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich mich nicht zeigen möchte oder so. Ich meine, als ich mich mit einigen meiner jahrelangen YouTube-Freunde im Jahr 2022 getroffen habe, wurden Teile unseres Treffens gevloggt. Und nicht nur bin ich da auch problemlos zu erkennen, ich bin auch auf dem Thumbnail drauf. Es ist bloß so, dass es super wenige Situationen gibt, in denen ich mir denke, so, jetzt richte ich eine Kamera auf mich und teile das entstandene Medium mit dem Internet. Falls es euch nur darum geht, wissen zu wollen, wie ich aussehe, dann blam, hier, ein brandneues Foto aus dem Jahr 2024, handerlesen und handgemacht, nur für euch. Aber wenn ich kein Problem damit habe, dass Leute mein Aussehen kennen, dann was hält mich davon ab, eine Facecam einzubringen? Vor allem, weil ich eingangs sogar betont habe, dass ich liebend gerne eine Facecam hätte. Nun, die Wahrheit ist, es gab Zeiten, in denen eine Facecam zu meinem Standardrepertoire gehörte. Vor allem in der Zeit von 2018 bis 2019, aber auch bis in 2020 hinein haben eine solide Handvoll Streams stattgefunden, in denen ich zu sehen war. Ausschnitte davon gibt es beispielsweise auch in manchen Ballandor Shorts zu sehen. Ich hatte sogar zeitweise eine ganze Videoserie, die einfach nur daraus bestand, dass ich mich vor die Kamera setze und quatsche. Es gab kein Gameplay oder so nebenbei, sondern nur mich und die Welt da draußen, was gruseliger klingt als es war. Aber die Realität ist leider, dass ich extrem kamerascheu bin. Und über die Jahre hinweg kam das immer in Wellen. Da gab es dann eine Phase, in der ich für ein paar Wochen fand, dass es eine extrem gute Idee ist, jetzt mehr mit einer Facecam zu experimentieren. Ich meine, es macht die Videos persönlicher, es bietet viel mehr Spielraum für lustige Nachbearbeitung, ich kann deutlich lustigere Reaktionen aufnehmen, beispielsweise bei einer Nintendo Direct oder sowas. Aber dann gibt's halt auch noch die anderen Wochen, in denen ich das wiederum für eine völlig schrottreife Idee halte und inständig bereue, eine Facecam bzw. mein Gesicht so prominent in meinen Videos zu verbauen, dass es ein großer Teil meiner Online-Identität wird. Die Momente, in denen ich immer gemerkt habe, dass so ein Punkt für mich erreicht war, sind die gewesen, wo ich nach mehreren Streams oder Videos mit Facecam diese einmal ausgelassen habe und die Frage aufkam, wo denn die Facecam sei. In dem Moment wusste ich immer, okay, das ist jetzt nicht mehr nur ein kleines Goodie, was es in Ausnahmesituationen mal als Bonus gibt, sondern das ist jetzt irgendwie ein Teil meiner aktuellen Identität als Content Creator geworden und irgendwie möchte ich das nicht. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass mich eine gewisse Kamerascheuheit plagt und über die Jahre habe ich gelernt, dass es praktisch unvorhersehbar ist, wann mich diese plagt und wann nicht. Es gibt eine ganze Handvoll Ideen, die mir einfallen, die entweder mit einer Facecam deutlich cooler wären oder die sich ohne eine Facecam beinahe gar nicht richtig umsetzen ließen, ohne dass es albern wäre. Aber wenn ich jetzt ein solches Projekt anfange, sagen wir, ich richte mir eine feste Facecam für meine Streams ein oder ich mache all meine live kommentierten Videos mit einer Facecam oder ich mache die Ballandor Silber Meinungsvideos mit einer Kamera statt mit beliebigen Gameplay-Fetzen, dann wird mit beinahe 100%iger Sicherheit irgendwann der Augenblick kommen, wo ich das eigentlich gar nicht mehr möchte und dann kommen die Fragen auf, warum ich mich auf einmal wieder in Anführungsstrichen verstecke. An diesen Tagen, an denen eine Facecam für mich unvorstellbar wäre, habe ich auch, man könnte es Komplexe nennen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein zutreffender Begriff ist. Denn im echten Leben habe ich sowas halt gar nicht. Ich habe kein Problem damit, wie ich aussehe. Es gibt jetzt keine körperliche Eigenschaft an mir, die mich auf einer kosmetischen Ebene stört. Und wenn es sowas mal gab, war das immer etwas leicht Veränderbares, wie eine andere Haarlänge zum Beispiel. Aber sobald ich weiß, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist, ändert sich das alles. Denn in dem Moment fühle ich mich extrem beobachtet. Und dann achte ich unterbewusst auf quasi alles, was ich irgendwie an Mimik, Gestik etc. darbiete.
Miete? Sehe ich gerade gelangweilt aus? Lächle ich genug oder vielleicht sogar zu viel? Wie trocken sind eigentlich gerade meine Lippen oder meine Haut generell? Ich habe viel mit trockener Haut zu kämpfen. Und steht das Licht richtig? Nicht, dass ich zu blass oder zu orange aussehe oder dass ich meine Kopfhörer oder meine Brille schief aufhabe. Wenn ich was aus meinem Wasserglas trinke, sieht das komisch aus? Und manchmal beiße ich mir irgendwie unterbewusst auf die Lippe oder strecke meine Zunge raus, wenn ich mich sehr konzentriere. Das sieht ja mal richtig albern aus. Ich möchte auf keinen Fall, dass man das gerade irgendwie in der Facecam sieht. Und schon konzentriere ich mich während eines Streams oder einer Aufnahme gar nicht mehr darauf, tatsächlich unterhaltsam zu sein, sondern zumindest 50% nur noch darauf, wie jeder einzelne Frame in der Facecam aussieht. Und wie gesagt, an manchen Tagen ist es vielleicht nicht so schlimm, aber an anderen dafür umso mehr. Und dann ist es deutlich einfacher, die Facecam grundsätzlich gar nicht zu machen, damit überhaupt nicht erst die Vermutung aufgestellt werden könnte, ob irgendein Event mit Facecam stattfindet. Denn selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das einfach immer, wenn mir mal danach ist, ich weiß ja trotzdem unterbewusst, dass für manche Leute in manchen Fällen irgendwie die Hoffnung da sein könnte, dass ich eine Facecam habe, wenn ich mich dann letztlich dagegen entscheide. Nehmen wir das Nintendo Direct Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ja, bei manchen Nintendo Directs, wenn mir an dem jeweiligen Tag danach sein sollte, lasse ich die Kamera für meine Reaktion mitlaufen. Naja, diese Frage werde bei jeder zukünftigen Direct dann nicht nur ich mir stellen, sondern auch eine gute Handvoll andere Leute. Und dann ist es doch wieder ein omnipräsentes Thema, wo sich wieder regelmäßig die Frage ergibt, ob ich in Situation X oder Y oder Z eine Facecam anhaben werde oder nicht. Und das wird für mich schnell zu einer großen Stressquelle. Denn meine Unsicherheit in Bezug auf Kameras geht ja nicht weg. Ich habe das so gut wie immer, wenn eine Kamera mich im Fokus hat. Das trifft auch auf Selfies zu oder wenn ich für biometrische Passbilder mich fotografieren lasse. Bei so Videos wie dem angesprochenen Vlog war es für mich einfacher, über meinen Schatten zu springen und das Risiko einzugehen, wenn man es so sagen will. Ich wusste, dass ich mich im Nachhinein geärgert hätte, wenn ich als einziger nicht in diesem Vlog vorgekommen wäre. Das war mein erstes Treffen mit all diesen Freunden, mit denen ich die letzten Jahre online so viel Zeit verbracht habe. Ich wollte nicht, dass man mich nur als Stimme außerhalb des Bildes wahrnimmt, sowohl für die Qualität des Videos als auch für die Erinnerungen, die damit dokumentiert werden. Ich meine, dieses erste Treffen wird es so nie wieder geben. Gab es Momente, in denen ich später bereut habe, mich dort so vergleichsweise prominent zu zeigen? Auf alle Fälle. Und da es mir sowieso schon schwerfällt, Videos von anderen Leuten anzusehen, in denen ich vorkomme, ist es bei diesem Vlog dann doppelt so schwer, da ich dort ja nicht nur stimmlich, sondern auch visuell präsent bin. Aber ich weiß, dass ich es viel mehr bereut hätte, mich nicht in diesem Video zu zeigen, weil es dadurch so viel steriler und weniger wertvoll gewesen wäre. Aber dieser Vlog ist eben eine Ausnahmesituation gewesen. Auch eine Nintendo Direct Reaction kommt da noch lang nicht ran, um verlässlich zu wissen, ob ich da dann meine Kamerascheuheit überwinden kann oder nicht. Die einzigen anderen Situationen, die mir jetzt einfielen, in denen ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit zulassen würde, wären andere erste Treffen mit anderen Kollegen oder Freunden. Aber nicht nur ist die Chance, dass ich eine Messe wie die Gamescom jemals besuchen werde, quasi gleich null, da ich extrem schnell von Menschenmassen überfordert bin und mich von so etwas hier danach erstmal einen Monat in kompletter Isolation erholen müsste, sondern ich habe auch nicht die Energie, jetzt in aller Regelmäßigkeit quer durchs Land zu ziehen, um Monat für Monat YouTube-Kollegen zu treffen, wodurch solche Vlogs mit mir dann doch eher eine Rarität bleiben werden. Eine Sache, über die ich tatsächlich schon öfter nachgedacht habe, ist, ob ich einen animierten Avatar als Substitut für eine Facecam einbinden möchte, ähnlich wie es VTuber häufig tun. An sich klingt es in der Theorie wie die perfekte Lösung. Ich könnte meine Mimik, meine Reaktionen, das, worauf es ankommt, in meinen Content einbinden, ohne mir dann dabei Gedanken zu machen, ob nicht doch irgendwie ein doofer Fleck auf meiner Brille ist oder mein Lächeln vielleicht ein bisschen schief ist oder so. Nur das Ding ist, diese Avatare bieten nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten, für die ich eine Facecam gern nutzen würde. Klar, ich könnte meine Mimik und meine Lippenbewegung und dergleichen einfangen, aber was ist, wenn ich etwas in die Kamera halten möchte? Was ist, wenn meine Reaktion auch mal daraus besteht, dass ich vom Stuhl aufstehen möchte? Es wäre ohnehin schon schwer, die Immersion einer tatsächlichen Person durch die Übersetzung in einen animierten Charakter aufrechtzuerhalten, aber spätestens, wenn ich mich von meinem Mikrofon wegbewegen würde, um etwas aus Emotionen heraus in den Raum reinzurufen, wäre der Effekt nicht nur gebrochen, sondern völlig negiert. Denn wenn ich mich zur Seite wegdrehe und mit hörbarem Echo etwas rufe, man aber in der virtuellen Cam einfach nur eine stillsitzende Figur sieht, kommt der Humor ja noch schlechter durch, als wenn ich einfach gar nicht erst eine Cam hätte. Mal abgesehen davon, dass ich auch gar nicht wüsste, wie dieser Avatar aussehen sollte, ohne dass er entweder super oberflächlich und austauschbar aussieht oder völlig den restlichen Stil des Videos brechen würde. Stellt euch vor, ich würde ein wichtiges Video damit machen wollen und, keine Ahnung, eine animierte Version meines Nintendo Switch-Mies würde euch erklären wollen, wie problematisch
problematisch irgendwas ist. Egal wie ich das Ganze über die letzten Monate bzw. fast schon 2 Jahre gedreht und gewendet habe, ich bin immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich und für den Content am besten ist, wenn ich eine Facecam ziemlich kategorisch ausschließe. Damit nehme ich mir zwar die Möglichkeit, einige künstlerische Entscheidungen überhaupt treffen zu können, aber es lässt mir andererseits den Freiraum, mich so kompromisslos wie möglich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich machen möchte. Nämlich Videos mit einem unterhaltsamen Inhalt, die gut auskommen ohne eine externe visuelle Repräsentation meiner Wenigkeit. So, und jetzt habe ich nicht nur hoffentlich unerfolglos erklärt, warum ich so schnell keine Facecam haben werde, sondern auch noch das umständlichste Synonym dafür gefunden. Ich werde immer besser.